Thank you.
Ja. Ja, sehr, sehr gut müsst ihr die Beine machen. Die kloppen ganz schön, ne? Das heißt B-Jugendlichen. Hä? Ich glaube, er ist das. Nee, B-Jugend. Und wieder offen. Geht ja, es geht schnell und ich sag ja auch immer mal, wenn ich diese 6. Halbzeit gekostet habe. Ja, 38, 23, aber. Ich hab mal gesehen, hier der Zähler, ne? Die Mitte von mir ist da. Wie fix der ist, oder was ist das? Ja, Hindernis. Ja, Hindernis. Ja, nee, ich mein, den Hindernis, den drin. Ach so, eine Abwehr, ja. Da guck mal, wie der seine Beinmuskulatur hat. Er liegt, läuft aber auch. Ne? Ja, jetzt ist er gelaufen. Ja. Die Jungs sind ein großer Torwart. Ne? Passt auch mal rein. Rein. Thank you.
schon in den ersten, glaube ich, war der Hook und zack, zwei Minuten. Aber hinten ist die an der Ecke am Hocker. Da muss er nicht sein. Stößt ihn da hinten in den Hocker rein, da frisst keinen aus dem Kurs. Das ist unmöglich. Also. Das machst du den letzten zwei Minuten spielst, fliegst du mit dem runter. Das ist das, was dein Kali gerne machen möchte, mal, weil sie keine Stabilität kriegen. Und das ist das Ziel, von manchen Steinen oben. Der Sohn macht die Hand, ja, das ist ein Chip. Das hätte ich auch gerne. Der Sohn wäre schön agil hier. Viele sind in der Brechstange, ne? Das ist eigentlich das, was ich hier weiter muss. Ja. Oh, ein Kupfer hier auf der Seite. Nur noch eine Feier hier. Ich hätte noch die Freistange auf der Vereinsbühne. Jetzt diagonal Pass. Das sieht man. Ja, das ist nicht schlecht. Aber der Körpergröße sollte ja auch eine perfekte Grundlage haben. Ja, stimmt. Und Holzhacker-Methode. Nicht mehr sehen, ja. Tut mir ja leid, dass ich aufstehen muss. Komplett ausgelegte Matten. Und 9er, die sich von 9er runter ist,
Breite lasse ich offen. Haben die beiden Alten auch schon mal jetzt so zwei, drei Mal. Die haben gepumpt und gekotzt, aber die haben mir halt gemacht, das ist kein richtig was. Weil irgendwann sind die Matten weg und dann merkst du, wie viel der Matten drin ist. Weil da musst du erstmal lernen, so zu springen. Da wirst du auch ein bisschen vorsichtig, was das Feind macht, weil die Matten noch geschwollen sind. Und irgendwann bringst du dann halt auf eine Matte auf und kannst dann nicht rutschen. Yes, also meine beiden Alten fanden das immer richtig toll. Sogar so Leute wie die Tini, die auch immer mit frei steht, hat den Gefühl, die sind auch so gut oder sauer. Thank you.
Ich kann nicht von der Abwehr hochspringen.
schön lange, ne? Eine halbe Höhe. Dann ist da hingeworfen, wo du Platz hast. Ja. Oh, schönes Dreieck offen gehabt da eben. Ich weiß nicht, warum sie ihre Mitte nicht mehr komplett spielen, ihre Anrufmitte. Das kannst du schon gesagt, dass ich auch keine Freunde habe. Finale wollen sie ihn spielen gegen Grün-Weiß. Wir, schön schräg rein. Ja, das Gute dabei ist, aber denkt, dass man denkt, dass es nicht spielt, aber zu viele Optionen. Und ich glaube, dass auch die Damen das auch sehen, weil das Auge das wir haben. Ich habe denen sogar schon mal die russische 8 beigebracht. Dass sie wieder außen. Der wird dann wieder ausgeübt. Ja, richtiger Kreis. Und der Abschluss kommt dann im Prinzip beim Zurückziehen beim Neuanfang auf der anderen Seite. Mhm. Und beim nächsten Schuss ist nochmal durch und dann eben dann. Dann bringt er auch den Spitzen nochmal die russische Acht.
den Sonntag damals. Ich gehört, dass er keine Lust hat. Aber er hat eine Frau, ein Kind. Ich kann jetzt nicht klar sagen, ob Schwarz gegen Grau spielt. Wenn sie dicht aufeinander stehen, ja. Das ist eine erwuchte Arme. Leck mir eine Tasche. Ah ja, es sind noch zwei, okay. Gut, er hat natürlich schon Hände, ne? Mit großen Fisse, das ist unfassbar. Mittlerweile wird doch in Leber ja auch extrem auf Kaiser.
Spiel geachtet, also wirklich Wert drauf gelegt. Wenn das Ding ankommt, ist das geil. Ne? Dann weiß ich genau, was er tut, dann kann ich genau, wo er hinlaufen. Let's go!
können auch noch zusammen pfeifen. Von hinten halten, kann man fast schon sagen. Yeah.
Thank you.